Also bei mir ist wirklich so in dem Bereich. Kann auch sein, dass ich in letzter Zeit öfter eine Maske getragen habe, weil ich öfter unterwegs war. I don't know, aber ich denke, es ist vor allem auch die Luftfeuchtigkeit. Und ich muss sagen, mir fällt es vor allem auf, weil ich habe so ein Dyson-Gerät, so ein Luftbefeuchter. Game Changer. Moment. Ich habe den hier von Dyson schon viele Jahre. Problem ist nur, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss den mal zur Reparatur bringen. Aber ich bin eigentlich sonst übel zufrieden mit dem und ich habe mir auch alle Testzeitschriften durchgelesen und so weiter. Der ist halt nur echt irgendwie arschteuer. Wir haben alles von Dyson. Ich habe aber jetzt stattdessen einfach hier so ein nasses Handtuch dann über Nacht drüber gemacht und den so ein bisschen durchlaufen lassen. Also der Luft kommt hier immer noch raus, nur irgendwie keine Feuchtigkeit. Heißt also, ein nasses Tuch bringt schon mal richtig viel. Ich habe es auf jeden Fall schon so ein bisschen an der Haut gemerkt. Ich mache das jetzt erst seit 3 oder 4 Tagen. Nervig. Aber ja, vor allem für Leute, die Allergiker sind, ich sterbe ja komplett bei Hausstaub. Und durch die Heizungsluft wird es natürlich noch schlimmer. Meine Nase ist so rau innen drin und tut so weh und ich muss die ganze Zeit niesen. Und das kommt natürlich auch durch die trockene Luft. Und jetzt mit den Handtüchern ist es auf jeden Fall schon mal viel besser geworden. Also ich wache nicht morgens auf und nies mir einfach die Seele aus dem Leib, sondern es geht echt viel, 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 viel besser. Und ja, ich muss unbedingt den Luftbefeuchter reparieren lassen, weil der ist Hammer. Ich finde den richtig gut. Ihr müsst euch unbedingt Testzeitschriften durchlesen, bevor ihr irgendwas kauft, weil da gibt es echt riesengroße Unterschiede. Da gibt es auch welche, die einfach Bakterien, Pilze, Schimmel und so in die Luft blasen, wenn ihr da nicht die richtigen kauft. Also ich bin mit dem Dyson schon sehr, sehr zufrieden, aber der ist halt echt arschteuer, ne? Einfach Fan erster Stunde. Klar. Management. Hammer schön. Super. Sexy.